Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal Vers 2 der Zachäus-Geschichte. Vielen Dank für die Rückmeldung wieder zu Vers 1 und auch zu den anderen Videos. Das freut mich sehr, spornt mich an, auch hier weiterzumachen. Bei der Ausarbeitung der einzelnen Verse und Begriffe kommen ständig immer wieder neue Verbindungen, Zusammenhänge. Und das würde eigentlich nie fertig werden. Das heißt ja auch Heilige Schrift, Wort vom Ewigen, dort wo es grenzenlos ist. Aber irgendwann muss man sich auch mal begrenzen und sagen, so, ich will auch nicht letztlich alles hier bis ins kleinste Detail ausarbeiten. Es ist ja das Schönste, wenn wir etwas selbst finden dürfen und selbst finden können. Und wir kennen das von kleinen Kindern, wenn sie etwas finden, das strahlt das ganze Gesicht. Und wenn ich alles nur vorgebe, dann hilft es nichts. Ein guter Bergführer, der kann den Weg zeigen, aber entdecken muss man schon selbst. Und dazu möchte ich jetzt einladen mit der Besprechung des zweiten Verses aus Lukas 19. Der beginnt, und siehe, da war ein Mann mit Namen Zachäus. Nun, das letzte Mal haben wir schon von Jericho gesprochen und was damit zusammenhängt. Jetzt wird der Name eingeführt. Der Name, der nur im Lukas-Evangelium vorkommt, auch die Geschichte mit dem Zachäus kommt ja nur in Lukas vor. Und ich habe hier oben in Klammern einen Namen geschrieben, den man in der Überlieferung, konkret im Midrash Tanhuma, finden kann. Und da heißt Johanan ben Zakkai, also der Sohn von Zakkai. Und möchte gleich hier weitergehen zu dem Text, wie er im hebräischen Neuen Testament lautet, denn da finden wir das bestätigt. Dieser Name ist dort eben auch so bekannt. Wenn man in Wikipedia nachschaut, da wird auch darauf hingewiesen, dass Zachäus aus dem Hebräischen stammt und nur ins Griechische übernommen wurde. Wenn wir das natürlich nicht zurückverfolgen, dann hängt der Name in der Luft und wir wissen gar nicht, was damit gemeint ist. Das betrifft leider sehr viele Namen im Neuen Testament, wo man die Wurzel gar nicht mehr richtig findet, weil einfach die Bezüge da abgeschnitten sind. Ja, der Name Zakkai, ich möchte mal hier von rechts nach links beginnend lesen und auch direkt übersetzen. Hier steht, ich habe einfach diesen Ausschnitt genommen, weil er gerade das Wesentliche hier sagt über den Zachäus, wie er hier benannt wird. Hier ist der Ish, das Mann, ve Shemo, das ist also und, dann Shin Mem ist der Name, Shem, wissen wir, ist der älteste Sohn Noahs, der durch die griechische Verballhornung, könnte man sagen, wie Weinreb es immer nennt, zu Sem geworden ist. Daher die Semiten, die Antisemiten und so weiter. Aber im Original heißt er Shem. Es ist im Hebräischen sehr wichtig, ob ich diesen Buchstabe mit Sch oder mit S ausspreche. Wer ein bisschen etwas aus dem Richterbuch kennt, weiß, dass dort eine Geschichte über Schibulet und Sibulet geschrieben wird. Das hängt mit diesem Zeichen zusammen. Also hier Shemo, am Ende ist die Waff mit dem Punkt da oben rüber, das ist besitzanzeigendes Fürwort, dritte Person, Maskulinum Singular, also sein auf ihn beziehend, sein Name. Zakkai, da ist der Name, jetzt habe ich es auch mal hier mit einem Rahmen, das ist der Name Zachäus im Hebräischen, dann Rosh, Rosh ist das Haupt, genau wie wir es auch ganz am Anfang schon finden, im ersten Wort der Bibel, Berosch, könnte man da auch sagen, Beroschit. Hier ist auch das Haupt drin. Weiter, Ha-Mochesim. Dieses Mochesim sind die Zöllner, Meches, Moches, das ist der Zoll und der Zöllner, aber hier ist die Mehrzahl. Also ein Haupt, ein Kopf, der Zöllner. Das ist der Oberzöllner, wie wir es ja dann auch später bestätigt lesen. Das ist im Griechischen da nicht anders. Wehu und er, ich, nochmal wie das erste Wort zu Beginn, Mann, Aschir, reich.
Reich, wenn wir das Jod hier weglassen, dann haben wir das Substantiv mit Reichtum, wie es auch in der Bibel vorkommt. Das heißt auch noch anderes, es hat auch noch mehrere Bedeutungen. Aber im Wesentlichen haben wir hier den Namen Zakkai und haben, worauf ich dann noch zu sprechen komme, mit dem Oberzöllner, hier das Rosch, ein sehr wichtiges Wort, was sehr häufig vorkommt, nicht nur in Beziehung zu Personen, auch überhaupt über Prinzipien, weil das lateinische Wort hierfür ist auch Prinzip, in Principo. Und am Ende dieses Reich, Aschir, da werden wir sehen, da verbirgt sich auch noch einiges drin. Und wir wollen einmal uns aber zunächst hier dem Namen Zachäus bzw. dem hebräischen Zakkai widmen. Was bedeutet das eigentlich? Ich habe hier oben schon kurz aufgeschrieben, das ist die Hauptbedeutung: Gewinn, Verdienst, unschuldig, lauter. Es hat also etwas mit einem Verdienst und einem Gewinn zu tun. Aber es ist nicht ein Verdienst, wie wir ihn kennen, von einem Lohn, dass ich sage, so, ich habe gearbeitet und jetzt bekomme ich etwas dafür, eine Geschäftsbeziehung, sondern es ist ein Verdienst, der mir von woanders herkommt. Das ist ein wichtiger Unterschied. Daher auch die Unschuld, und dann bedeutet es auch ferner noch freigesprochen werden von etwas. Also so, dass an mir gar nichts mehr bleibt, was es anklagenswert ist. Interessant, dass hier ein Oberzöllner genau diesen Namen trägt, der doch anscheinend sich einiges hat zu Schulden kommen lassen. Ja, das Wort, woraus Zakkai gebildet wird, ist hier die Sain und dann die Kaf. In der Folie zuvor haben wir die Kaf mit dieser Form gesehen, wie sie am Anfang und in der Mitte eines Wortes vorkommt und als Endzeichen. Das ist das erste Zeichen im hebräischen Alphabet, das am Ende eine eigene Form hat. Da kommen wir hier zu dem Begriff Sach, oder andere sprechen das Soch aus. Das bedeutet eben Reinheit, Lauterkeit. Und wenn wir einmal nachschlagen, wo es als erstes in der Bibel vorkommt, dann finden wir das in 2. Mose 27, Vers 20 in einem merkwürdigen Zusammenhang, wie so oft. Und du sollst den Kindern Israel gebieten, dass sie dir reines, das ist das Wort hier, Sach, zerstoßenes Olivenöl bringen zum Licht, um die Lampen beständig anzuzünden. Nun, das ist also diese Reinheit und Lauterkeit gar nicht auf einen Mensch bezogen, sondern auf Öl. Es wird hier mit Öl in Zusammenhang gebracht und man kann es dann weiter nachschlagen. Es tritt immer wieder im Zusammenhang mit Öl auf. Und das ist der hebräische Wortlaut hier, das ist Shin Mem Nun, Shemen, das ist das Wort für Öl. Said ist die Olive und Sach. Also hier haben wir Öl, Olive, Rein. Und dann kommt Katit als nächstes, das ist zerstoßen, aber darauf möchte ich jetzt nicht eingehen. Öl überhaupt ist ein sehr wichtiges Wort in der Bibel. Wir wissen ja, dass Christus, christlich, das hat Christos, das hat mit dem Wort Salben und Salbung zu tun. Genauso wie im Hebräischen das Maschiach gesalbt wird, immer mit dem Öl. Mit welchem Öl? Es ist immer das Öl der Olive. Selbst das deutsche Wort Öl, wie es im ganzen europäischen Sprachraum verwendet wird, stammt von dem Wort Olive. Ursprünglich meinte man mit Öl generell das Olivenöl. Erst später wurden auch andere pflanzliche Fette mit Öl bezeichnet. Und viel, viel später im Technikzeitalter kam dann auch noch Mineralöl dazu. Und Öl selbst hat die Eigenschaft, dass es sich nicht mit Wasser vermengt. Ganz wesentlich. Wer in den vergangenen Videos schon zugeschaut hat, weiß, dass Wasser eine Entsprechung für die Zeit ist. Das Öl verbindet sich also nicht mit dem Zeitlichen. Und das hat mit dem Licht zu tun. Und dieses Licht brennt in den Lampen. Man kann hier schon ganz viel erkennen, was auch im Neuen Testament mitgeteilt wird. Ihr seid das Licht. Jawohl. Und wie brennt denn das Licht? Was ist denn die Quelle? Wo kommt denn das her? Und wo kommt diese Lauterkeit her, die Reinheit? Weil wenn wir eine Folie zurückgehen,
nochmal kurz, dann, ich muss mich gerade hier selbst zurechtfinden, da haben wir hier den Sakai, hier ist wieder also die andere Form des Buchstabens Kaf. Und wenn ich ein Jod an ein Ende dranhänge, dann kann ich auch sagen, das ist meins. Also das besitzanzeigende Fürwort in der ersten Person Singular. Und das ist dann meine Reinheit, meine Unschuldigkeit, mein Gewinn, mein Verdienst, der mir von woanders zuteil geworden ist. Öl, Gesalbt, Messias, von woanders zuteil geworden. Wir sehen ja auch in der Zachäus-Geschichte, das kann ich vorausnehmen, weil es auch bekannt ist, dass der Zachäus selbst ja eigentlich überhaupt keinen Verdienst an sich erhält. Ach, Zachäus, du bist aber ein Gehorsamer gewesen. Eieiei, dass du auf den Baum gestiegen bist, das hast du aber gut gemacht. Und dass du dich von der Menge getrennt hast, jawohl, hast dich da extrahiert, ganz wichtig. So, also ihm wird da gar kein Verdienst zugesprochen, finden wir nirgends, sondern es wird als Begründung gegeben von Jesus, er ist doch ein Same Abrahams. Das ist die Begründung und da werden wir dann später noch genauer drauf eingehen. Ja, der Name Sakai wird tatsächlich auch in der Bibel verwendet, auch wenn die meisten sich wahrscheinlich nicht an ihn erinnern. Wir finden ihn in Esra 2,9, genauso wie in Nehemia 7, Vers 14. Und der Wortlaut ist hier identisch. Und das bedeutet dort, oder beziehungsweise steht dort, die Söhne Sakais, dann wird eine Zahl genannt, 760. Nun, was soll denn diese Zahl? Ist das wichtig für israelische Geschlechtsregister? Oder was soll denn diese Zahl? Und ich habe auch sonst noch nie von einem Menschen gehört, der 760 Söhne hätte. Welche Verwaltung notiert sowas und bewahrt es auf? Zahlen selbst haben in der Bibel eine ganz andere Bedeutung, als wir es hier in der Welt des irdisch Messbaren gerne haben möchten vielleicht. Denn viele sogenannte Bibelforscher und Ausleger, Exegeten, Eschatologen oder wie man diese Menschen nennt oder wie sie sich nennen, jonglieren dann mit diesen Zahlen und versuchen sie hier im Quantitativen umzusetzen. Und das ist eben die große Gefahr, dann kommt man zu Spekulationen und Hypothesen, die das Heilige entweihen. Und das kann man ja im großen Stil da leider auch feststellen. Ja, noch eine Kleinigkeit, die habe ich mir notiert, die wollte ich erwähnen. Und zwar hatte ich gelesen, Shemen Said sagt, das Adjektiv hier hinten, das kommt eben hinten und das kommt nicht vorne. Bei uns steht, dass sie dir reines, zerstoßenes Olivenöl bringen. Bei uns kommt die Bewertung, also in der deutschen Sprache, darum geht es mir, in der deutschen Sprache kommt die Bewertung vorneweg. Das ist ein großer Mann. Aha, der ist groß. Das ist, was zuerst kommt, hat ja für uns einen besonderen Stellenwert. Und jetzt kommt die Bewertung und mit der Bewertung fällt natürlich sofort eine Linse runter, ein Filter runter und das, was jetzt kommt, als Subjekt, als Objekt, ist schon gefärbt. Das ist auch überhaupt dann Ausdruck dieser deutschen Kultur oder der deutschsprachigen Kultur, dass sie sehr bewertend ist, sehr auch verurteilend. Man teilt schnell vom Ursprung ab, indem man erstmal das Adjektiv stellt und dann erst das Substantiv oder was auch immer bringt. Also das, was das Adjektiv beschreibt. Ja, und im Hebräischen ist es genau andersrum. Da wird erstmal gesagt, Shemen, also Öl, ganz neutral, es ist, wie es ist. Said, von der Olive, steht noch nicht mal vorne, es steht einfach nur Olive, Öl, Olive, rein. Also die Sprache, die beschreibt das gar nicht so exakt, wie wir das im Deutschen gerne hätten. Wo es ja riesige Bücher nur über Grammatik gibt, wie alles genau sein muss. Das Hebräische ist hier herrlich einfach und herrlich frei. Lässt uns auch sofort frei. Also jeder, der sich mit dieser Sprache auf diese Art und Weise beschäftigt, wird merken,
Wow, das hat ja mit mir zu tun. Es lässt mich ja selbst frei. Es lässt das in mir frei, was mich ausmacht. Also das Adjektiv kommt hier hinten. Und dieses Zerstoßene, dieses Katit, was ich genannt habe, das kommt nochmal da hinten dran. Das ist vielleicht etwas, was wir uns auch merken können einfach. Die Bewertung kommt sekundär, zweitrangig, drittrangig, wenn überhaupt. Ja, wieder den Bogen zurückverfolgend zu der 760. Diese Zahl ist genannt und diese Zahl hat mich an etwas erinnert. Und zwar ist das die Zahl von dem Begriff Aussatz, wie wir es hier unten auch lesen. Im Hebräischen heißt der Zoraat. Und das, wenn wir das in Zahlen schreiben, also mit Zade, Resh, Ayin, Taf, dann ergibt das in der Summe 760. Und Zoraat, der Aussatz, ist überhaupt die Krankheit, die im Alten Testament genannt wird. Da gibt es ja keinen Krankheitenkatalog. Ah, Husten, Schnupfen, Heiserkeit und dieses Problem und jenes. Krankheiten werden in der Bibel so nicht benannt. Man sollte überhaupt Krankheiten nicht benennen, denn was wir benennen, bringen wir in die Realität. Wenn ein Mensch ständig von seinen Krankheiten spricht und von seinen Leiden, dann manifestiert er diese Leiden immer mehr. Man darf im alten Wissen Krankheiten nicht benennen und nicht darüber sprechen, sondern man sagt sich selbst, im Grunde meines Seins bin ich gesund. Und von dort aus quillt es auch wieder hervor, das ist die Quelle. Und in diesem Strom werde ich selbst auch wieder gesund. Aber wo, Weinreb fragt mal, wo steht denn eigentlich geschrieben, dass wir hier äußerlich gesund sein sollen? Ja, wir sagen, Gesundheit ist doch das wichtigste Gut. Und je höher der Geburtstag ist, der gefeiert wird, sagt man, ja, ich wünsche dir vor allen Dingen Gesundheit. Aber vielleicht ist hier eine zu starke Betonung auf dem Diesseitigen, denn das Gesundsein hat ja damit zu tun, dass wir aus der Quelle schöpfen. Das Wort gesund und schöpfen ist auch im Hebräischen nah beieinander. Und von daher zu diesem Ursprung gehend, mit diesem Ursprung verbunden seiend, von daher entspringt es ja auch unser Leben, die Zufriedenheit, das Glücklichsein. Es kann sein, dass einer äußerlich sehr krank ist und trotzdem voller Freude, voller Frieden. Andere sind äußerlich, körperlich, medizinisch durchgecheckt, komplett gesund, haben aber so ein Gesicht, können sich selbst nicht leiden und sind eine Belastung für die ganze Umwelt. Also in mehrfacher Hinsicht. Also Krankheit und Gesundheit sollte man nicht so absolut vom diesseitigen Verständnis her nehmen, sondern sagen, wie es im alten Wissen auch mitgeteilt wird, Friedrich Weinreb spricht da oft darüber, Zoraat heißt, du veräußerlichst. Du kommst immer mehr mit deinem Denken in das Äußerliche, in das Diesseitige. Es ist auch deine Beziehung zur Außenwelt, da ist irgendwas nicht in Ordnung. Warum ist das nicht in Ordnung? Sagt er, weil etwas in dir nicht in Ordnung ist. Du hast eine kranke Beziehung zu dir selbst. Du bist dir selbst ein Unbekannter und suchst das Problem immer bei dem anderen. Der hätte das Problem bei mir verursacht. Ich bin Opfer, du bist der Auslöser. Wenn du das machst, hast du Zoraat, dann wirst du in Quarantäne gesetzt. Dann wirst du tatsächlich nach außen gedrückt, aus dem Lager herausgebracht. Du musst aus dem Zentrum weggehen und trägst als Konsequenz eben dieses nur noch auf das Äußerliche bedacht zu sein. Das sind sehr wichtige Aussagen, die hier gemacht werden. Und das hat eben am allerwenigsten mit irgendeiner Hautkrankheit oder sonst was zu tun, was man dann so geschichtlich da hineininterpretiert. Die Frage muss doch bei jedem Bibelwort sein, was hat es mit mir zu tun? Was hat es mit meinem wirklichen Menschsein zu tun? Ja, und das Wort Zoraat hat als verborgenen Wert, kann man in dem Buch Zahlzeichen Wort von Friedrich Weinreb nachlesen, wie man auf den verborgenen Wert kommt, habe ich auch schon mehrfach erwähnt, die 390. Und das ist spannend, denn die 390 finden wir nämlich auch bei dem Wort Shemen. Shemen ist der äußere Wert, nun Shin ist 300, Mem ist 40, Nun ist 50. 300 plus 40 plus 50 ist 390. Also das Wort Zoraat, der Aussatz, trägt in sich verborgen, außen nicht erkenntlich, schon das Geheimnis der Erlösung, weil Erlösung hat mit Öl zu tun.
hat mit der 8 zu tun. Erlösung hat damit zu tun, dass ich plötzlich separiert werde vom Zeitlichen, dass ich auf einmal erkenne, aha, ist überhaupt die Zachäus-Geschichte. Dafür ist das Zeitliche da. Nicht verstoßen und sagen, ah, alles böse. Dafür ist das Zeitliche da und dafür ist das Ewige da. Und dazu ist ja auch letztlich diese ganze Geschichte des Neuen Testamentes da, um zu zeigen, schau mal, du hast dieses Leben hier bekommen auf der Welt und das hat eine ganz besondere Bedeutung. Und in diesem Erkranken ist jetzt nicht das Gericht, so, jetzt sitzt der keulenschwingende Gott und jetzt bekommst du erstmal eine, wenn du nicht gehorsam bist, sondern in dieser Erkrankung, wenn ich bei mir selbst merke, also mein Fokus ist ja nur noch auf dem Äußeren, ich komme in Drucksituationen, komme in Stress hinein, dann darf ich mir dessen gewiss sein, darf mich hieran erinnern, im Verborgenen schwingt hier die 390 mit. Im Verborgenen ist die Heilung da. Im Innern ist die Salbung schon da. Lassen wir es doch auch nach außen treten. Es liegt bei uns dann, uns wieder darauf zu bringen, was wir im Innersten sind. Ja. Kommen wir zu Vers 2, den zweiten Teil. Und selbiger war ein Oberzöllner. Griechisch ein ganz interessantes Wort. Da steht ein Architelones. Der Telones, der Zöllner, kommt auch mehrfach vor im Neuen Testament, oft in Begleitung der Huren und der Sünder. Ah, er verkehrt mit den Huren und den Sündern und den Zöllnern. Matthäus zum Beispiel war auch ein Zöllner gewesen, aber der Kopf, der wird zwangsläufig nur einmal genannt. Es kann ja auch nur einen Kopf geben. Während wir in unserem Körper selbst, im Organismus, ja, manche Sachen paarig finden, mehrfach vorkommen. Und hier wird also von einem Prinzip gesprochen. Architelones setzt sich also zusammen aus hier Arche, das ist der Ursprung, das Prinzip, der Prolog von Johannes-Evangelium, also Johannes 1,1 heißt ja im Griechischen en Arche, en Hologos. Also es wird dann übersetzt mit im Anfang, aber es ist genau genommen ist es, das ist nicht die erste Bedeutung des Wortes von Arche, Archon und wie er auch immer gebeugt wird, zeigt, wie es im Lateinischen auch gesagt wird, das Prinzip an. Also etwas, was dem Ganzen zugrunde liegt. Und wir Menschen wollen natürlich wissen, wie hat das angefangen? Wo hat es seinen Ursprung gehabt? Seinen zeitlichen Ursprung? Wie hat sich das entwickelt? Wir möchten alles als Folge einer Entwicklung sehen. Aber genau das möchte das Wort nicht sagen. Sieh doch diese Welt nicht als Ausdruck einer Entwicklung, auch wenn es sich von unserer Wahrnehmung her natürlich genauso darstellt. Aber vielleicht war alles schon vorher da gewesen, wie Weinreb mal zu der Gefangenschaft Josefs sagt. Da spricht er von den vier Gefangenschaften, die in dieser Geschichte benannt werden. Ich kann es jetzt einfach nur hier einbringen, ohne dass ich das auch noch hier 10 Folien dazu mache. Und da sagt er, der Film ist schon längst abgedreht. Er entfaltet sich nur. Ich habe jetzt hier, nee, habe ich nicht, eine CD. Wenn wir uns eine CD vorstellen oder eine DVD, auf der ein Film ist, dann beginnt ja der Laser von innen nach außen zu lesen. Und der Film ist ja vorher schon abgedreht, ist ja komplett da drauf auf der Scheibe. Jetzt sagen wir natürlich, wie, ist alles vorherbestimmt? Und da wird gesagt, ja, tatsächlich, es ist alles vorherbestimmt, du brauchst dir gar keine Sorgen machen. Ja, was ist denn meine Verantwortung? Da wird gesagt, deine Verantwortung liegt darin, dass du die richtige Stellung zu der Sache einnimmst. Du sollst also jede Sache von allen dir irgendwie zur Verfügung stehenden Möglichkeiten, sollst du die Sache anschauen, verschiedene Standpunkte einnehmen. Und gerade das Wechseln eines Standpunktes hat ja nicht selten ein Aha-Erlebnis. Ach, wenn ich das gewusst hätte, ja, die Seite konntest du nicht sehen, weil du als Mensch natürlich immer nur so siehst, mit dem Tunnelblick. Nun, dieser Begriff mit dem Prinzip, woraus alles kommt, besagt eben, es ist im Ursprung schon alles da. Es gibt Prinzipien. Und so ist dieser Oberzöllner, ein Prinzip bei uns selbst. Und zwar das Prinzip des Zöllners. Was ist ein Zöllner? Der Zöllner, Telones, hier steht es im Griechischen, wird das
so geschrieben. Hier oben also hier in griechischen Buchstaben und dann nochmal in unseren lateinischen Buchstaben, der Zöllner. Das kommt von Telos, sagt das Lexikon. Das Wort und Telos, das wissen viele, ist das Endeziel. Es gibt auch einen Verlag, der sich so nennt, Telos Verlag. Und bedeutet sogar Tod. Na klar, weil der Tod ist ja tatsächlich das Ende einer Phase. Es wird dem alten Wissen mitgeteilt, wenn in der Bibel vom Tod die Rede ist, dann ist da nie der biologische Tod gemeint, sondern immer das Ende einer Phase. Genau wie das Ende eines Raupenstadiums bei einem Schmetterling, also bei einem werdenden Schmetterling, man das genauso als tot bezeichnen könnte. Wenn man eine Puppe sieht, würde man sagen, es ist tot, aber es ist nur ein Transformationspunkt zum neuen Leben. Dahingehend, dass etwas völlig Neues entsteht. Also wenn es von Tod heißt, heißt es, eine Phase bei dir beendet. Jetzt geht eine neue Phase weiter. Jetzt kommt, man nimmt immer das Bild von einer Spirale. Im Universum gibt es keine geschlossenen Kreise, es gibt nur Spiralen. Und das heißt, es geht wieder weiter auf einem anderen Niveau. Es geht höher, wieder auf ein anderes Niveau. Schneckenhäuser zeigen dieses Prinzip. Oder auch Schalentiere unter Wasser haben auch dieses Prinzip. Kann man auch ganz viel von lernen, von dem, was wir hier allein schon in der Natur sehen. Also Telos, Ende, hat natürlich mit Grenze zu tun. Der Tod ist ja auch eine Grenze. Und bei uns selbst ist es die Frage, wo komme ich an eine Grenze? Wie geht es weiter mit mir? Nun, da möchte ich gleich noch mehr dazu sagen. Nun erstmal zu dem Wort Zöllner an sich. Es kommt im Alten Testament nicht vor. Zumindest nicht in dieser Form, aber es kommen Worte vor, die damit zusammenhängen. Und da möchte ich mal ein paar Einblicke geben, ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben. Zum Beispiel das Wort, hier oben haben wir also den Zöllner. Mem, Waf. Die hat hier keinen eigenen Laut, sondern dient wieder nur als Vokalträger. Moches, also das O wird getragen von dem Waff. Das hat, ja, warum steht die Waff überhaupt da? Ja, das hat einen Sinn, aber ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Dann kommt hier die Kaff, die man eben als K oder als H aussprechen kann. Und am Ende ist sie Samech. So, und hier unten drunter haben wir wieder Mem, Waff und wieder die Kaff, aber Wortende hat sie nun mal diese lange Form. Und das heißt verarmen. Verarmen, interessant. Von Zachäus heißt doch, dass er reich war. Wieso bedeutet jetzt ausgerechnet sein Beruf, wenn man mal so reden wollte, verarmen, hat mit verarmen zu tun. Und da möchte ich einen Vers vorlesen aus 3. Mose 25,25. Wo der Wortlaut auch so verwendet wird. Wenn dein Bruder verarmt und von seinem Eigentum verkauft, so soll sein Löser, ich habe hier extra das Hebräische dabei geschrieben, sein nächster Verwandter kommen und das Verkaufte seines Bruders lösen. Das hat schon einiges mit der Zachäus-Geschichte zu tun, denn hier heißt, hier verarmt jemand und er kann offenbar das Problem nicht selbst lösen. Da muss etwas kommen und das nennt sich hier im Hebräischen Goel. Und Goel ist der Erlöser. Ist tatsächlich auch Jesus wird im Neuen Testament so genannt, Goel. Das ist auch ein Wort, das viel aussagt über die Erlösung, die in der Zeit geschieht. Aber ich möchte es hierbei belassen, dass hier also jemand kommen muss, ein Löser, und ihn dann daraus befreit, ihn also erlöst. Man könnte das sagen, dieses Prinzip ist bei uns selbst zu einem Ende gekommen, ist zu einem Schluss gekommen, es hat seinen Sinn erfüllt. Wenn wir unseren Lebensweg gehen, und dann durchlaufen wir verschiedene Etappen. Wir sehen mal mehr, mal weniger, hell, dunkel, schöne Abschnitte, weniger schöne. Alles folgt so einem Sinus, es geht auf und ab, ja, das Auf und Ab des Lebens. Aber der Mensch, der sich sehnt, zu seinem Ursprung zu kommen, nach Jerusalem zu kommen, ins Allerheiligste zu kommen, also ganz ins Zentrum hineinzukommen, der kommt an diesen Punkt, dass der Zöllner
überflüssig wird, dass er tatsächlich gar nicht mehr gebraucht wird. Aber der Zöllner wird jetzt nicht einfach aufgehoben, so wie ich es in dem Vers 1 gesagt habe, man kann nicht einfach durch um Jericho rundherum gehen und macht sich die Sache einfacher. Nein, man muss in diesen Ort ganz tief, das ist der unterste Ort der Welt, unterste Stadt. Man muss da durch, man muss, wie im Josua-Buch beschrieben wird, man muss diese Mauern zerstören und es als Erlebnis bei sich selbst durchleben. Selbst dahin kommen, das sind keine abstrakten, theoretischen Kopfkonstrukte, wo man sagt, ah ja, ich habe es verstanden, jetzt schreibe ich mal hier eine Klausur und dann bekomme ich mein Diplom. Sondern es sind tatsächlich Momente dann im Leben, wo wir merken, hätte ich nie gedacht, dass es jetzt weitergeht. Es geht aber weiter, es geht tatsächlich weiter. Und diese Transformation des Zöllners bei uns, dass plötzlich sich auch das, was uns entgegenstand, was uns daran hinderte, weiterzukommen, auch noch zur Verfügung gestellt wird, das ist die großartige Erzählung hier von Zachäus. Es wird hier alles mit hineingenommen und muss der Erlösung dienen, muss diesem Weg zum Zentrum hin dienen, also was ganz Großartiges. So soll sein Löser kommen. Du liebe Zeit, wenn man das als irgendein jüdisches Gesetz liest. Ja, jetzt muss ich das und das machen. Und dann bauen wir mal ein paar Paragraphen, stellen Juristen ein und kontrollieren das, ob das auch eingehalten wird. Das ist doch was von uns erzählt. So soll der Löser kommen. So soll auch der Erlöser im Neuen Testament zu dir kommen. So soll er zu mir kommen. Wenn hier dieses Prinzip an seine Grenzen gekommen ist, wenn wir selbst an diese Grenzen gekommen sind. Ein weiteres Wort, das damit gebildet wird, das schreibt sich also jeweils hier Kaf Samech. Das haben wir hier oben bei dem Zöllner am Ende, natürlich auch beim Zoll, Meches am Ende oder Meches am Ende, finden wir hier am Wort Anfang. Da ist es einmal der Vollmond, Kese, ganz interessant. Jericho kommt doch, Jareach, vom Mond her, von der Zeitrechnung her. Also auch hier die Verbindung schon wieder mit dem Zöllner, Vollmond, Mond, Jericho. Denn, Moment, ich muss noch den anderen Begriff zuerst sagen. Hier haben wir das Wort bedecken, Kisar. Und das finden wir in dem Zusammenhang, von dem ich schon mal sprach, in dem Video über den Begriff verloren. Da geht es auch um die Heuschrecken. Und genau dieser Begriff, der wieder zusammenhängt mit dem Wort für Zoll, hier das Bedecken, das kommt hier vor. Denn wenn du dich weigerst, mein Volk ziehen zu lassen, siehe, so will ich morgen Heuschrecken in dein Gebiet bringen und sie werden die Fläche des Landes bedecken, dass man das Land nicht wird sehen können. Nun, ich habe hier wieder die Elberfelder Übersetzung gewählt, weil sie wieder so fair war, das auch auszuschreiben, dass hier ein Wort im Grundtext in ein Verständnis, in ein äußerliches Verständnis gepresst wird. Und zwar hier unten, und sie werden die Fläche. Da setzt die Elberfelder von 1905 jetzt in eckigen Klammern eigentlich den Anblick. Ah, Moment, nochmal Klammer auf. Wörtlich das Auge, Ayin, Klammer zu, des Landes bedecken. Natürlich macht es einen ganz komischen Sinn, wenn ich da lese, also Heuschrecken in dein Gebiet bringen und sie werden das Auge des Landes bedecken. Ist das ein Fantasy-Roman oder was? Um was geht es hier? Dass man das Land nicht wird sehen können. Das Auge bedecken, heißt es da, dass man das Land nicht wird sehen können. Nun, wenn wir wissen, dass Wasser eine Entsprechung für die Zeit ist und Land eben eine Entsprechung für das Jenseitige ist, wo wir laufen können, uns bewegen können, unseren Weg gehen können und vor allem auch atmen können, dann macht es natürlich hier einen viel tieferen Sinn als die historische Aussicht,
Ach ja, da waren so viele Heuschrecken, da konnte man noch nicht mal mehr den Boden sehen. Eieiei. Das besagt ja hier ganz offensichtlich etwas anderes. Die Heuschrecken bewirken also, dass das Auge bedeckt wird. Wenn das Auge natürlich bedeckt wird, komplett bedeckt wird, dann ist man nicht mehr sehfähig. Man könnte sagen blind. Und kommen nicht gerade die Blinden bei Jericho vor, die eben nichts mehr sehen, die das Land nicht mehr sehen, keinen Blick mehr für das Ewige haben, für das Jenseitige haben? Es sind doch genau die Blinden dort. Und das Land ist doch eben genau das, was wir als Menschen brauchen. Wenn wir im Wasser sind, wenn wir schwimmen, wie ich das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt habe, dann können wir ja nur oben bleiben, wenn wir die Hände auseinander machen, wenn wir verdrängen, wenn wir alles wegdrängen von uns. Nein, 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 hat mit mir nichts zu tun. Nein, geh weg. Und der ist schlecht und die erst und die, das sind die allerletzten, mit denen will ich gar nichts zu tun haben. Und der ist schuld und der ist schuld, das alles verdrängen. Das ist ein Ausdruck davon, dass ich mich im Wasser befinde. Immer wenn ein Mensch solche Allüren hat, dann zeigt sich, du Armer, du bist im Wasser. Interessant auch beim Schwimmen, da haben wir ja alle das gleiche Niveau. Da sehen wir uns alle auf einer Höhe. Interessant. An Land haben wir unterschiedliche Höhen. Der eine ist 1,60 Meter groß, die anderen 1,80 Meter. Da haben wir ein unterschiedliches Niveau, aber es ist gar kein Problem, weil für unser hauptsächliches Bedürfnis, frei atmen zu können, ohne Mühe, im Wasser brauchen wir immer Mühe, um oben zu bleiben, sich frei bewegen zu können, sehen zu können, Da ist dann das unterschiedliche Niveau, das wir vielleicht an uns wahrnehmen. Das ist überhaupt nicht mehr wichtig. Das ist, einer achtet den anderen höher als sich selbst, gar kein Problem. Das ist auch an Land möglich, dass man sich kleiner macht, man kann sich ducken, man kann sich größer machen, irgendwo draufstellen. Das im Wasser ist das nicht möglich. Vielleicht ganz kurzfristig mal aus dem Wasser hüpfen, aber den Delfinen gelingt das bestimmt besser. Also hier steckt viel, viel drin, was damit zu tun hat. Und wenn man das Land eben nicht mehr sehen kann vor lauter Heuschrecken, dann ist doch, die Heuschrecke war doch Abba, hängt doch mit der Zahl 4 zusammen. Die 4 isoliert, ohne Beziehung zum Jenseitigen, zum Ewigen in uns. Und auch das Wort akribisch hat doch auch im Griechischen mit dem Wort Heuschrecke zu tun. Das ist natürlich diese Durchforstung auch, die Heuschrecke, so wird es auch gesagt, in der Natur, kommt immer mit dem Wind. Also die sagt nicht, ah, heute fliege ich mal in das Land und in das, sondern die Heuschrecken, die gehen los im Schwarm, obwohl sie Einzelgänger sind. Das ist eine ganz spannende Geschichte für sich. Und werden dann von einem Wind irgendwo hingetrieben. Und diese Heuschrecken, die hier als Plage angesehen werden, die werden von dem Ostwind gebracht. Und der Ostwind, sagte ich schon im anderen Video, ist die Vergangenheit. Und wenn uns die Vergangenheit, könnte man auch sagen, einholt. Die kommt in Vielheit. Ach du liebe Zeit, das noch und das noch und das noch und das noch. Und dann führt das dazu, das ist eben so ein Schlag, dass man auch den Blick für das Wesentliche komplett verliert. Also es ist eine, könnte man sagen, eine andere Entsprechung für das, was ich in der vorherigen Folie mit Aussatz beschrieben habe. Wenn ich alles veräußerliche, wenn ich mich vielleicht nur noch mit der Vergangenheit beschäftige als mögliche Ursache für meine Situation jetzt, dann veräußerliche ich das, dann komme ich aber auch nach außen, das ist die Folge davon, werde ausgestoßen, komme in Quarantäne. Genau das Gleiche hier, ich sehe dann gar nichts mehr vom Ewigen, hat mit Jericho wieder zu tun. Nun, das mag ein jeder für sich selbst hier weiter verfolgen. Das Wort Vollmond hatte ich mir noch notiert, kommt im Psalm 81, Vers 4 tatsächlich in dieser Schreibweise vor. Der Vollmond hat ja auch eine besondere Bedeutung, also gerade beim Thema mondsüchtig oder Anpflanzungen, in bestimmten Ritualen spielt der Vollmond eine große Rolle. Und wenn man jetzt weiß, es hat auch noch mit dem Zöllner eine Verbindung, dann sieht man das vielleicht aus einem anderen Blickwinkel. Ja, was macht der Zöllner im echten Leben? Machen Sie mal bitte den Kofferraum auf. Habe ich schon öfters gehört. Und am Flughafen genauso gibt es die Zöllner. Ja, machen Sie mal bitte den Koffer auf. Ziehen Sie mal bitte die Jacke aus. Er deckt auf, entblößt. Das ist natürlich auch die Heuschrecke, die aus der Vergangenheit kommt, die Vielheit.
So, jetzt führen wir mal ein Gespräch über deine Vergangenheit. Was war denn da alles so gewesen? Willst du nicht mal alle Sünden bekennen? Willst du das nicht mal machen? Denk mal darüber nach. Gott fordert es doch auch. Das ist der Zöllner. Und solange man das macht und solange Methoden darauf abzielen, dass man die Vergangenheit durchforstet, in der Hoffnung, hier etwas zu finden, was den Grenzübergang unmöglich macht, und der Zöllner, der gute Zöllner, der findet immer was, ist das ganze Prinzip noch lebendig bei uns und natürlich auch bei den Menschen, die das bei anderen ausführen. Es ist also, es darf so gar nicht passieren. Es gibt einen Vortrag von Friedrich Weinreb aus den Mitte der 70er Jahren, der heißt Gebet, Beichte, Priestertum, wenn ich mich richtig erinnere. Da spricht er über das Prinzip der Beichte, das ja in manchen Kirchen sehr lebendig gehandhabt wird, und sagt, dieses Prinzip oder diese Art des Miteinanderumgehens ist grundsätzlich abzulehnen. Warum? Weil ein Mensch maximal dann, wenn er einen Gegenüber hat, dem er unbedingt vertraut, sagen kann, wenn ihm das beliebt, was ihn beschäftigt. Aber nur dann, wenn der andere nicht von oben runterkommt, oh, ich erteile dir jetzt die Absolution und jetzt bist du ein Gesalbter und so weiter, sondern der andere darf höchstens auf diesem Niveau sein und vielleicht sagen, da habe ich auch Erfahrung mit. Und ich möchte das nicht weiter ausbauen, aber sagen, der Zöllner ist der, der entkleidet, der entblößt. Und genau dieses Entblößen auf der einen Seite ist das Bedecken der Augen für das Ewige. Also das eine bedingt das andere. Wenn man diese Prinzipien mehr und mehr versteht, dann braucht man auch niemanden mehr, der dann sagt, so musst du dich verhalten und so und so und so, sondern es ist ja in uns schon da. Ja, und dann wundert es natürlich auch nicht, dass das Wort Zoll, Meches, mit Verkaufen, Makar, zusammenhängt. Wir sehen wieder Mem und Kaf zu Beginn des Wortes und wieder eine eigentümliche Stelle, die eine eigene Betrachtung wert wäre. Und Jakob sprach, 1. Mose 25, 31, verkaufe mir heute dein Erstgeburtsrecht. Nun, wir wissen, was die Währung war, nämlich Brot und Linsengericht steht da. Auch interessant, warum steht denn da nicht Geld oder Gold oder edle Steine? Die Währung ist Brot. Ach ja, das waren primitive Nomadenvölker. Da hat man eben noch so gehandelt. Nein, auch das sind Prinzipien, die da genannt werden. Dass Brot als Währung eingesetzt wird. Natürlich gab es in Krisenzeiten, gab es natürlich auch genau das. Aber hier besagt das ja was viel Wesentlicheres. Heißt es nicht auch, ich bin das Brot? Sagt das Jesus nicht auch im Johannesevangelium? Und kommt da auch nicht, hat es da mit Erstgeburtsrecht und mit Erbe, da gibt es doch Zusammenhänge. Ich möchte das einfach nur als kurzen Einwurf oder Hinweis geben. Ein jeder möchte dem selbst nachspüren, was das bedeutet. Aber verkaufen bedeutet natürlich auch, hier wird was gegeben und es wird etwas genommen. Und das hat mit dem Zoll natürlich eine ganze Menge zu tun, weil der Zoll interessiert sich ja nicht für Schuhgrößen und nicht dafür, welche Sprache man spricht. Der Zoll will immer wissen, haben Sie was zu verzollen? Das heißt, haben Sie Werte, gegenständliche Werte, die wir besteuern müssen? Es geht ja immer hier um äußerliche Werte. Es geht dann natürlich auch um materielle Dinge. Und so verwundert es nicht, dass dann auch das Wort für Geld im Hebräischen, Kesef, mit diesen zwei Buchstaben gebildet wird, woraus auch oder womit Zoll zustande kommt. Und in erster Linie heißt es Silber. Kesef ist Silber, es ist das Metall vom zweiten Tag, es ist dem ersten Doppelbuchstaben, der Bet, zugeordnet. Und interessant vielleicht zu wissen, dass es im Althebräischen kein eigenes Wort für Geld gibt. Also man sagt immer Silber. Wenn dort steht Geld, dann steht im Grundtext Silber, Kesef. Und der Weg des Silbers ist natürlich der Weg des Mondes, ist der Weg in der Nacht,
ist der Weg der Auseinandersetzung mit Schwarz-Weiß, ist der Weg des Kaufmännischen. Und jetzt interessant, wenn wir mal schauen, wo das Wort Kesef als erstes vorkommt. Da habe ich gefunden, 1. Mose 13, Vers 2, da heißt der Abraham noch Abram. Und da wird gesagt, er war sehr reich. Ha, wird das nicht vom Oberzöllner Zachäus auch gesagt? Er war sehr reich oder er war reich zumindest. Und vor allem wird bei am Ende von der Zachäus-Geschichte ja auch gesagt, er ist doch ein Same Abrahams. Also interessant, diese Verbindung hier. Nur reich heißt hier im Hebräischen nicht Aschir, sondern Kavet oder Kavot. Und das bedeutet in erster Linie Ehre. Ehre, aber auch Schwere. Verbunden sogar mit dem Organ der Leber. Und es wird gesagt, du sollst die Ehre Gott geben. Ehre Gott. Das bedeutet, gibt es Gewicht, das die Welt hat. Übergibt es Gott, übergib Gott die Ehre. Und Gott ehrt dich wiederum, indem er es dir leicht macht. Kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und leicht. Matthäus 11, 28 steht das, glaube ich. Hier sehen wir einen ganz großen Unterschied. Also was mit dem Zoll, mit dem Zachäus verbunden ist, das ist etwas, was uns in Wirklichkeit schwer macht. Dieser Reichtum zieht uns nach unten. Das kann alles Mögliche sein. Das ist, viele beziehen das immer nur aufs Geld, aber das ist ja total relativ. Also wenn ich mich jetzt mit jemandem in Nigeria vergleiche, einem Dorfbewohner inmitten Nigerias, wo man nicht mal zu trinken hat, da bin ich ja ein Superreicher dagegen. Vergleiche ich mich natürlich mit einem Großmogul in den USA, eine Software-Schmiede, dann bin ich natürlich mausearm dagegen. Also jeder von uns ist, je nachdem, mit wem er sich vergleicht, entweder ein Armer oder ein Reicher. Und man kann auch nicht sagen, Reiche sind generell mit diesem Charakter gestrickt und Arme generell mit diesem. Es gibt alles bei allen. In allen Gruppierungen haben wir das Modell der Gaußschen Glockenkurve. Wir haben also die Extreme, die sehr gering ausfallen, und wir haben in der Mitte die Glocke, die große Masse. Und da haben wir genauso bei armen Menschen auch liederliche Charaktere dabei, aber natürlich auch edle, und das Gleiche bei materiell reichen Menschen. Solche, die liederlich sind, arrogant, aber auch welche, die sehr, sehr edel sind und sehr viel mit dem machen, was ihnen gegeben oder überlassen ist. Also man kann das nie pauschal sagen. Wir sehen, Abrahams Reichtum war ein ganz anderer gewesen. Interessant auch hier, nur wieder ein kleiner Hinweis, die Reihenfolge. Warum steht da nicht Gold, Silber und Vieh, sondern es steht Vieh, Silber und Gold. Das ist auch sehr, sehr markant, dass hier die Reihenfolge aus Sicht eines materiellen Bewusstseins quasi auf den Kopf gestellt wird. Und genau das ist es eben, dass die Dinge, die für den materiellen Menschen wichtig sind, die sind für den Menschen, der diese Grenze überschreitet, bei dem der Zachäus transformiert wird, die stehen plötzlich auf dem Kopf. Die möchten dann etwas anders sagen. Sie relativieren sich. Also hier vielleicht ist es etwas, was mir zumindest sehr, sehr weiterhilft, ist die Reihenfolge in dem Gesagten, sich anzuschauen und darüber mal nachzusinnen, was könnte das noch bedeuten. Ja, der Zöllner selbst bewacht die Grenzen. Was bedeutet eigentlich eine Grenze? Eine Grenze heißt ja, ich habe den Bereich, der mir zur Verfügung stand, ausgelotet. Ich komme hier nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr weiter. Ich weiß von jemandem, der spielt auf einem ganz hohen Niveau Cello. Und sein Lehrer hat irgendwann gesagt, ich kann ihn nicht mehr weiterbringen. Ich komme hier an eine Grenze. Also haben sie die Familie lange nach einem Lehrer gesucht, und da musste er sehr, sehr weit dafür fahren. Aber der war auf einem solchen Niveau, der Lehrer, dass er ihn auch weiterbringen konnte. Verfügt auch über die entsprechende Didaktik, um diesem jungen Mann weiterzuhelfen. Also es gibt hier Grenzen. Es gibt Grenzen in der Ausbildung. Es gibt Grenzen, die uns manchmal einen Ort setzt. Jeder Ort hat Möglichkeiten und hat Unmöglichkeiten. Wenn wir eine Landesgrenze überschreiten,
Dann heißt, dann begrüßen uns, wenn wir mit dem Auto fahren, gleich ganz große Tafeln. Meinetwegen, ich fahre hier unten in Kiefersfelden über die Grenze Richtung Kufstein. Dann kommt ein großes Schild: Willkommen in der Republik Österreich. Hier gelten folgende Geschwindigkeitsbegrenzungen. Und da kann ich sagen, ah, Moment, ich komme aber aus Deutschland, ich habe ein deutsches Auto, deutsche Zulassung, deutschen Pass und hier gelten meine Gesetze. Da wird der österreichische Polizist sagen, das interessiert mich nicht. Das können Sie bei sich zu Hause, können Sie das so machen, aber hier nicht. Und umgedreht ist es aber auch so, dass wir in Deutschland den Autobahntourismus haben. Das heißt, aus den anliegenden Ländern kommen Personen mit schnellen Autos und Motorrädern und lassen die mal so richtig auslaufen hier auf der Autobahn, weil es ja tatsächlich illegal ist, hier 300 zu fahren auf der Autobahn. Können sich viele nicht vorstellen. Als ich vor einigen Jahren in Neuseeland war, war die erste Frage: Was, du bist ein Deutscher, darf man da wirklich so schnell mit dem Auto fahren? Dafür sind wir anscheinend bekannt. Für dieses Unbegrenzte, zumindest in dieser Hinsicht. Ansonsten sind wir auch sehr begrenzt, ja, ganz sicher. Ja, wir verlassen ein Land und damit auch die Verbindlichkeiten des vorhergehenden Landes und akzeptieren mit dem Grenzüberschritt automatisch die neuen Regeln und Gesetze. Das habe ich hier nochmal schriftlich formuliert. Das Überschreiten einer Grenze bedeutet auch, die Gesetze des alten Landes hinter sich zu lassen. Und wenn wir tatsächlich von diesem Wasser übergehen zum Land, dann haben wir natürlich auch die Gesetze des Wassers hinter uns gelassen, dieses Verdrängen müssen, dieses ständige Kämpfen müssen, dass ich doch über Wasser bleibe. Oh, ja, ich bin gerade noch so über Wasser, der hält sich gerade noch so über Wasser mit seiner Anstellung und mit seiner Firma und so weiter. Und wenn wir dieses Element verlassen, dann brauchen wir diese Sorgen gar nicht mehr zu haben. Wir sind an Land und dazu sind uns anatomisch und physiologisch die Möglichkeiten gegeben, uns auszuruhen, uns hinzusetzen, hinzulegen, aber auch zu laufen, zu springen, zu tanzen, was immer wir wollen und unser Körper zulässt. Und brauchen nicht mehr sagen, ah, jetzt muss ich aber verdrängen und so weiter. Gar nicht nötig. Meine Füße können ausweichen, wenn jemand entgegenkommt. Also wir verlassen dann eben auch die Grenzen. Und ich möchte aber noch ein Stück weiter gehen. Wenn jemand schon mal geflogen ist, ich gehe davon aus, dass die meisten, die jetzt auch zuschauen, schon mal in einem großen Flugzeug gesessen haben. Und wenn man dann hinter den Tragflächen sitzt und vielleicht noch einen Fensterplatz hat, worauf ich immer Wert lege, weil ich gern alles beobachte, dann wird man feststellen, dass der Pilot zu Beginn die Querruder an der Seite und die Störklappen, die Landeklappen, dass er die betätigt. Und alles, was man davon im Flieger mitbekommt, ist, mehr kriegt man davon nicht mit. Diese Klappen haben also, solange man Bodenkontakt hat und sich nicht bewegt, überhaupt keine Bedeutung. Man könnte sagen, ah, was macht der eigentlich hier für ein Theater mit den Klappen? Will der einen auch wichtig machen oder was? Aber dann geht man aufs Rollfeld und ready for take-off und dann geht's los. Der gibt Schub drauf und das wird immer schneller. Die ganze Kiste fängt an zu wackeln und irgendwann auf einmal zieht er die Spitze hoch. Und der ganze Flieger geht in die Luft und im ersten Moment hat man immer so den Eindruck, jetzt sackt er so ein bisschen durch. Und dann haben diese Klappen plötzlich Bedeutung. Das Fahrwerk, das eben noch eine große Bedeutung hatte mit Bodenkontakt, vorne das Bugfahrwerk, das eben gelenkt hat, die anderen Räder, die überhaupt die Vorwärtsbewegung ermöglicht haben, können jetzt eingefahren werden. Sie sind out of order. Dafür haben jetzt diese Klappen eine immense Wirkung bei kleinster Ansteuerung. Also der Flieger ist oben und häufig gehen die erstmal auf eine gewisse Sicherheitshöhe und dann fängt er an, den Kurs einzuleiten. Und da geht diese Klappe manchmal nur wenige Zentimeter hoch und man sitzt drin auf einmal. Bewegen sich diese ganzen Massen, die da in die Luft gebracht worden sind, also wie von Geisterhand. Und nun
ist das Gesetz der Aerodynamik wirksam. Das Gesetz, mit dem Flieger in der Luft zu sein, jetzt das Fahrwerk eingefahren zu haben, zu sagen, ich habe es hinter mir gelassen. Da unten ist gerade ein Stau, wenn man fliegt über die Autobahn. Hier ist überhaupt kein Stau. Und das ist etwas, was ganz viel mit dieser Zachäus-Geschichte zu tun hat. Jetzt hört das endlich auf, dieses Begrenztsein. Ich kann nur hier hinfahren und dahin fahren. Wir sehen, es ist einmal der Gang aus dem Wasser ans Land und dann aber auch vom Land in die Luft. Genau wie wir es ja bei den Aggregatzuständen des Wassers finden. Erst das Erstarrte, Kalte, dann das Flüssige und dann das Verdunstende. Und das unterliegt jeweils anderen Gesetzmäßigkeiten. Das Überschreiten einer Grenze bedeutet also, jetzt gelten andere Maßstäbe. Und diese Maßstäbe, die ermöglichen uns eine ganz andere Art der Fortbewegung, der Wahrnehmung, der Einsicht und im Sinne oder im Bilde des Flugzeugs einer Übersicht. Wir sehen plötzlich Sachen, die vorher undenkbar waren. Ach, schau mal da und schau mal da und schau mal da. Und gerade wenn Kinder fliegen, und ich bin bei jedem Flug wie ein Kind, die machen solche Augen und freuen sich, ach, was es da alles zu sehen gibt. Und auf einmal ist alles neblig, dann kommen die Wolken und plötzlich geht man über die Wolken drüber und es ist nur noch Sonne und nichts kann den Blick auf die Sonne mehr trüben. Wunderschön. Hier ist jeder eingeladen, das Ganze für sich weiter zu verfolgen, denn es ist etwas, was uns zur Verfügung steht in diesem Leben. Gott selbst sagt, schau mal, diese Möglichkeiten sind dir gegeben, sie sind da. Richte dich doch nicht ständig nach dem Irdischen aus. Och, und dies und jenes und wie furchtbar. Dann, wie willst du denn da weiterkommen? Denk doch, diese Möglichkeiten sind da, es reicht schon. Es allein für sich im Glauben in Anspruch zu nehmen, mir sind diese Möglichkeiten eingeschaffen, eingebaut als Prinzip. Wenn wir an die Grenze kommen, wo wir denken, jetzt geht es gar nicht mehr weiter, auf einmal kommt diese Transformation. Ja, Oberzöllner heißt natürlich, er kontrolliert alle anderen Zöllner. Dazu eine kurze Geschichte. Vor einigen Jahren bin ich von Zürich nach Konstanz gefahren, zur Insel Reichenau. Und weil ich damit zum kleinen Lieferwagen gefahren bin, sind die Zöllner natürlich immer hoch aufmerksam, insbesondere die Deutschen. Mit den Schweizern hatte ich noch nie Probleme, mit den Deutschen fast immer, wenn ich mit dem Lieferwagen fahre. Und da fragte er, haben Sie was zu verzollen? Sagte ich, nö, also keine Ware mit Wert. Sie können ja gerne mal einen Einblick in den Kofferraum machen. Ja, fahren Sie mal rechts ran, machen Sie mal den Kofferraum auf. Na, und dann sah er ganz viele Tonbänder, die ich gerade aus dem Archiv in Zürich geholt hatte, also mit Vorträgen Weinrebs, und die wollte ich zum Teil zwecks einer neuen Digitalisierung dann nochmal einlesen. Aber sie haben de facto materiell keinen Wert gehabt. Und dann sagte er, ja, was ist denn das? Und dann fing ich an, also das ist dafür und dafür und dafür und das ist im Auftrag einer Stiftung. Ja, was für eine Stiftung? Ich kenne diese Stiftung nicht. Haben Sie einen Vertrag? Und da sagte ich, ich habe einen Vertrag. Dann zeigen Sie den mal. Ja, den habe ich doch nicht dabei. Ja, dann sehen Sie zu, dass Sie den herkriegen. Na gut, glücklicherweise war ich alleine da. Meine Familie war zurückgeblieben und meine Frau konnte diesen Vertrag auf die Zollstation faxen. Und dann hat es gedauert. 1 bis 2 Stunden saß ich da einfach nur rum. Die Herren von der Grenze und die Damen, die waren besonders wichtig, weil sie ja darüber bestimmen, ob jetzt jemand weiterkommt oder nicht. Und dann ging das hin und her und ich bekam keine Antwort. Auf einmal kam jemand an. Ja, Sie können fahren. Sag ich, oh, ich habe jetzt gar nichts weiter ausgefüllt. Wie kommt's? Sagte, das hat der und der, das war der Oberzöllner gewesen. Sagte, das ist der Chef der Zollstation, der hat es jetzt beschlossen und Sie können jetzt fahren. Sie brauchen keine weiteren Fragen stellen. Oh, war ich natürlich erfreut und dachte mir, ah, das ist die Funktion eines Oberzöllners. Alle anderen folgen. Und wenn der Zachäus transformiert wird bei uns, wenn dieses Prinzip dessen, ich halte dich auf, hier kommst du nicht weiter, wenn das bei uns gewandelt wird, umgewandelt wird, wie mit einer Metamorphose von der Made zum oder Raupe zum Schmetterling, dann folgt alles andere.
Weil es der Ursprung ist. Es ist das Urprinzip. Und wenn dieses Urprinzip bei uns selbst das erlebt, muss das andere folgen. Geht gar nicht anders. Der konnte, es ist ja streng hierarchisch, er konnte nicht sagen, naja, ich hätte es lieber, wenn Sie hier bleiben, aber der Chef hat eben gesagt, dass Sie fahren dürfen. Sie müssen aber hier bleiben, weil ich das gesagt habe. Seine Meinung hat überhaupt niemanden mehr interessiert. Er war dann nur noch der Überbringer der guten Nachricht. Der Elia quasi. Er ist zum Elia geworden. Gut, jetzt das Wort Reich am Ende von Vers 2. Reich ist im Hebräischen das Wort Aschir. Und da steckt ein spannender Begriff drin, nämlich Asch. Ayin Shin, das ist im Hebräischen das Wort für Motte. Und die Motte kommt tatsächlich ausgerechnet in Verbindung mit dem Reichtum vor, wie wir es ja auch vorhin in den Evangelien lesen, sammelt euch nicht Schätze, wo sie die Motten und der Rost fressen, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Interessant, dass das Adjektiv reich schon in sich die Motte enthält. Wenn man also im Hebräischen sagt, man ist reich, dann würde man in der deutschen Entsprechung sagen, man ist motiert. Da würden wir sofort erkennen, da steckt die Motte drin. Die Sprache ist also sehr deutlich an der Stelle und so verwundert es dann gar nicht, dass Jesus hier Reichtum mit der Motte in Verbindung bringt. Nun, und die Motte im Alten Testament, wird sie mehrfach genannt, ist dann diejenige, die auch oft sich an den Kleidern zu schaffen macht. Die Motte hier im Außen ist der Nachtfalter. Ich habe mal vor einem Jahr etwa eine Schrift verfasst, die sieht so aus, also von der Raupe zum Schmetterling, der Weg des Menschen im Bild eines wundersamen Insekts. Der Schmetterling selbst kommt ja in der Bibel nicht vor, aber er fasziniert mich schon seit meiner Kindheit, insbesondere auch durch das Raupenstadium, die Verpuppung, die Metamorphose, die im Neuen Testament viermal genannt wird, und dann eben diese Ausbildung, dieses Schlüpfen zum echten Falter. Jetzt haben wir aber mit der Motte, oder noch ganz kurz dazu, in 2. Könige 5, Vers 12 wird gesagt, dass es in Damaskus, also Damaschek im Hebräischen, zwei Flüsse gibt. Und der eine davon heißt Farfar. Und das heißt im Hebräischen, also übersetzt ins Deutsche, Schmetterling. Dieser Fluss wird aber da nicht übersetzt, sondern als Eigenname belassen. Nun, die Motte ist der Nachtfalter. Und es gibt natürlich einige bemerkenswerte Unterschiede zwischen der Motte, dem Nachtfalter, und dem Schmetterling, dem Tagfalter. Auch die Motte macht eine Metamorphose durch. Das ist natürlich bemerkenswert. Man kann tatsächlich eine Metamorphose zur Finsternis hin machen. Und die Motte trägt ihre Flügel nach unten, während der Schmetterling die Flügel in Ruhe nach oben trägt. Zeigt also nach oben zum Himmel. Er macht sich auch klein, bescheiden, während die Motte in Ruhe sich ausbreitet und sagt, hier bin ich. Der Schmetterling hat einen schlanken, schmalen Körper, der nicht viel behaart ist. Die Motte hat einen sehr dicken Körper, der sehr viel behaart ist. Der Schmetterling hat ganz sensible kleine Fühler, also das sind offiziell auch Unterscheidungsmerkmale in der Biologie. Also ganz sensibel, ganz feinfühlig, der verbunden ist mit dem, was man Erlösung nennt, was durch den Schmetterling zum Ausdruck kommt. Und die Motte hat fast schon dick gefiederte Fühler, also sehr grob ist das alles. Die Speise eines Schmetterlings, oft frische Früchte, damit kann man sie locken mit Zitronenschalen, Orangenschalen, ist natürlich auch der Milchdieb, der auf das Fette geht. Daher hat auch den Namen Schmetterling, von Schmand herkommend. Ernährt sich gerne von Nektar der Blumen. Manche Pflanzen sind zwingend auf spezielle Schmetterlinge angewiesen, um überhaupt bestäubt zu werden, weil er so einen ganz langen Rüssel hat. Die Motte dagegen, oder viele Mottenarten, ernähren sich von verfaultem Obst, Fallobst, vergorenem, sogar von Fäkalien. Und man sieht hier eigentlich schon sehr, sehr deutlich, was es bedeutet, selbst eine Metamorphose
zum Tag hinzumachen, Tagfalter, Schmetterling zu sein, etwas von Erlösung bei sich selbst zu erspüren, zu erfahren und Falter zur Nacht hin zu sein. Und eine ganz interessante Geschichte ist, ich sitze hier an einer großen Fensterfront und es ist dunkel draußen und dann kommen so nach und nach, wenn die Temperaturen entsprechend sind, im Sommer ist das ganz viel, es gibt manchmal richtige Schläge an die Scheibe, kommen die Motten angeflogen. Und diese Motten fliegen also zum Licht. Und da habe ich mir schon gedacht, du depperte Motte, steh doch einfach morgen mal auf, wenn es Tag ist, und dann hast du doch Licht ohne Ende. Warum musst du denn jetzt nachts herumfliegen? Aber es ist ihr eingeschaffen. Das ist auch ein Prinzip. Und kürzlich habe ich zur Motte recherchiert, nicht für diese Folie, sondern ging es um einen Artikel, den ich geschrieben habe, aber nicht veröffentlicht. Und kommt mein Sohn heruntergelaufen, das ist schon einige Wochen her, da war es noch warm, hat das Fenster offen stehen und eine Kerze an. Und er sagte, du glaubst nicht, was gerade passiert ist. Es ist eine Motte hineingeflogen ins Zimmer und direkt in die Flamme und ist natürlich verbrannt. Also das ist auch ein Charaktermerkmal der Motte, dass sie noch nicht mal sieht, ha, das ist Gefahr, da könnte mir ja was passieren, sondern sie geht ganz stupide in jedes Licht, auch in das, das sie verzehrt. Es gibt aktuell ein Album der amerikanischen Metalband Metallica. Das ist die erfolgreichste Metalband der Welt mit über 100 Millionen verkauften Tonträgern. Die langsameren Lieder von denen werden auch im Radio gespielt. Die meisten werden den Begriff vielleicht schon mal gehört haben. Ihr aktuelles Album, was jetzt im November erscheinen soll, enthält ein Lied, das heißt Moth into Flames, also die Motte, die in die Flamme fliegt. Und wer sich diesen Text mal, man braucht nur eingeben, Metallica Moth into Flames Lyrics bei Google, und man liest sich mal diesen Text durch. Und da heißt es immer wieder im Refrain, seduced by fame, also missbraucht durch den Ruhm. Sie schildern da das, was mit dem Menschen geschieht, wenn er sich zur Finsternis hin, zum Dunkeln hin, in die Metamorphose begibt. Jetzt ist etwas sehr auffällig. Und zwar haben gerade die Nachtfalter häufig die schönsten Raupen. Also manchmal haben wir hier im Garten Raupen gefunden und gerade die Kinder sagen, ah Papa, guck mal, was für eine schöne Raupe. Und dann haben wir uns die Raupe genauer angeschaut und ich war schon voller Enthusiasmus, jetzt schauen wir mal nach, zu wem diese Raupe gehört und dann Bildersuche bei Google und Raupe. Und dann haben wir in allen Fällen die Raupe einer Motte gefunden. Und wir haben dann schon auf den entsprechenden Internetseiten gesehen, welche Motte daraus sich mal entwickeln wird. Und diese Motte, die war immer, also ganz farblos plötzlich. Schwarz-Weiß-Modus sind meistens Brauntöne, in denen die Motten sind. Während ja die Tagfalter nur so strahlen vor Farbe, wie das letzte Mal mit dem Regenbogen, also beim vorletzten Mal in den Begriff verloren, Regenbogen, der Bund, der mit Noah gemacht wird, Ausdruck des Farbigen, Josef bekommt das farbige Kleid, das bunte Kleid von seinem Vater, Farbe immer auch, das Farbspektrum, etwas davon, was mit Erlösung zu tun hat. Etwas mit einem Bund, den Gott mit uns Menschen eingeht. Aber hier kommen wir in dieses Schwarz-Weiße rein, der Nacht, der Finsternis, ein Tier, das damit assoziiert wird. Und dieses Tier bringt quasi auch diese Gefangenschaft zum Ausdruck. Von der Nahrung her an das Üble gebunden zu sein, das, was destruktiv ist. Was wirklich, das ist komischerweise auch ein anderes Lied auf diesem Album, was ich gerade erwähnt habe von Metallica. Da heißt es dann Hardwired to Self-Destruct. Also hardwired, streng, intensiv verbunden mit der Selbstzerstörung, Self-Destruct. Und das ist genau die Motte, die eben in die Flamme fliegt. Lass die Musiker Musiker sein, das ist mir nicht wichtig. Möchte nicht sagen, ja, das sind jetzt genau solche Leute, aber Wie fällt einem so ein Text ein? Wie fällt einem diese Musik dazu ein? Und das finde ich total spannend, dass sich alles bis ins Äußerste doch in irgendeiner Art und Weise ausdrückt. Man könnte hier noch viel mehr von dem erzählen, was sich heute alles ausdrückt.
in Form von Piercings, von Tätowierungen, ein regelrechter Boom darin, sich selbst zu zerstümmeln oder verstümmeln. Gleichzeitig aber auch andere Menschen, die sagen, was soll das alles, wo führt denn das hin? Das hat natürlich damit zu tun, dass hier alles an eine Grenze kommt, ganz offensichtlich. Also die Motte hat hiermit Verbindung, ganz offensichtlich. Und das Reiche, da waren wir jetzt gestartet, das ist der Ausgangspunkt gewesen, Reichtum, der irdische Reichtum ist damit verbunden. Der Reichtum, der irdische Reichtum in Form von Wissen, materiellem, Geld, Ehre, Karriere, trägt in sich schon die Potenz der Destruktion. Wenn ich also danach strebe, was ja im Äußeren immer mit Sicherheit konnektiert ist, dann strebe ich letzten Endes danach, dass etwas bei mir selbst zerstört wird. Das ist auch etwas, was mit diesem Wort Aschir ausgesagt wird. Es kommt etwas damit hinein, dessen ich mich nicht erwehren kann. Und ein Mensch, der nach äußerlichen Sicherheiten strebt und dahingehend seine ganze Energie verwendet, dem ist es unmöglich, diese Grenze zu überschreiten. Bei dem ist der Zachäus, der wird immer stärker, immer stärker. Und man ist diesen Zöllnern an der Grenze vollkommen ausgeliefert. Also das habe ich jetzt, ich habe es schon mehrfach live erlebt. Man kann wirklich nichts machen. Man müsste dann, was weiß ich, handgreiflich werden. Das nutzt auch nichts, selbst mit Waffengewalt. Das wissen wir, das ist Blödsinn und ich will auch dahingehend gar nicht aufrufen. Es ist genau, aber noch eine noch größere Unmöglichkeit bei uns selbst. Diesen Zöllner, wenn ich den bediene, und immer wieder akzeptiere und sage, jawohl, hier ist eine Grenze, das geht nun mal nicht anders, da kann man eben nichts machen, das ist halt so. Ja, das ist ein Satz, den ich überhaupt gar nicht leiden kann, das ist halt so. Es ist eben nicht so. Das Wort umsonst im Hebräischen sagt schon, könnte es nicht auch ganz anders sein? Könnte es nicht die ganze Welt vielleicht ganz anders zusammenhängen? Sind unsere Gedankengebäude und unsere Erziehung, alles, was wir aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, Jahrhunderten, könnte das sein, dass wir da irgendwie auf dem Holzweg sind? Das muss jeder für sich entscheiden. Ja, im Deutschen hängt das Wort Reich mit Recht zusammen. Recht haben, leisten müssen, Zwang hat wieder mit diesen Gesetzen der Nacht, der Finsternis zu tun, hat mit Reich zu tun. Wenn ich natürlich sage, oh, ich habe Karriere gemacht, ich habe wie viel Diplome und Auszeichnungen und dann komme ich so langsam wahrscheinlich in das Gefühl, jetzt habe ich ja automatisch Recht, ich kenne mich ja aus. Ja, also das ist wieder ein Merkmal dieses Weges, den man persönlich eingeschlagen hat. Dann kommt natürlich der Leistungszwang, auch den Menschen zu bewerten anhand dessen, was er leistet, messbar, irdisch messbar leistet. Und dadurch baue ich Grenzen. Durch die Grenzen kommt die Enge, durch die Enge kommt die Angst. Und Menschen, die je mehr sie in die äußere Sicherheit streben, desto mehr Angst bekommen sie auch. Da ist jedes Geräusch nachts, ist ganz furchtbar. Jedes kleine Symptom, was ich zeige, das muss ich erstmal abklären lassen. Immer Angst. Da schwingt die ganze Zeit die Angst mit. Was soll das? Ich habe ja noch nicht mal eine Sicherheit und niemand von denen da draußen, von denen, die jetzt zuschauen, niemand hat eine Sicherheit, dass in den nächsten 3 Minuten unser Herz noch schlägt. Also was soll denn dieses Gekasper mit der irdischen Sicherheit? Ich weiß gar nicht, wo. Also wenn man mal wirklich die Welt von oben betrachtet, von dem Flugzeug aus, dann sind doch diese ganzen Grenzen menschengemacht. Wo soll denn das sonst herkommen? Gott hat doch nicht hier irgendwelche Grenzen gemacht. Das waren immer Menschen, die das ausgeführt haben. Und dieses Streben dahin, die Metamorphose zur Motte hinzumachen, das muss jeder für sich selbst entscheiden, wohin es ihn zieht. Ja, und die nochmal kurz zum Motto und zum Schmetterling. Die Raupen der Schmetterlinge sind manchmal ganz hässliche Entlein. Interessant. Also dort, wo man auf dem Weg ist zur Erlösung, zum Ewigen hin, wo man diesen Prozess auch geht, da
da sieht man bei sich selbst auch gar nicht so das, wo man sagen könnte, oh, das ist aber toll und das ist toll und da bilde ich mir was drauf ein und da bilde ich mir was drauf ein. Mir wird auch von anderen dann gar nicht so wahrgenommen. Ich denke mir, das ist aber, der hat aber ganz komische Ansichten jetzt plötzlich. Und was will er denn ständig mit einer anderen Welt und mit dem Ursprung und wo wir herkommen? Was sind wir überhaupt für eine Erlösung? So ein Quatsch. Und die Raupe dagegen, einer Motte, die zeigt ihr wahres Gesicht auch erst nach der Metamorphose. Es soll nur Denkansätze sein. Es soll jetzt nicht irgendwas Gesetzmäßiges, Paragraphenmäßiges sein. Aber der Weg dahin, der scheint mit Goldbachen gepflastert zu sein. Ja? Diese Reiche will ich dir geben, so du niederfällst und mich anbetest, heißt es doch in der Versuchung. Das sieht aber ganz toll aus. Da ist die Raube aber schick geschmückt. Und das andere, uiui, Trübsal und Leid werden mein erwarten. Also hier steckt viel drin. Das hatte ich schon im Einzelnen erwähnt. Und es ist auch völlig klar, ich kann nichts anhäufen, wenn ich keine Grenzen habe. Das Bild von Dagobert Duck und dem Goldspeicher. Wenn ich mich selbst begrenze, kann ich tatsächlich auch so etwas erhalten wie Reichtum. Aber wer von uns kann alles überschauen, alles überblicken, wenn ich diese Grenzen in Frage stelle? Die Grenzen Jerichos waren die Mauern. Und das in Frage stellen bedeutet ja auch, dass man diese Grenzen zum Einsturz bringt. Wie werden diese Grenzen zum Einsturz gebracht, kann man Josua nachlesen. An 6 Tagen einmal drumherum laufen und am 7. Tag 7-mal. 7-mal plus 6-mal sind 13-mal. Wir wissen, dass die 13 eine ganz elementare Bedeutung in der Bibel hat. Es ist nicht nur der Ausdruck des ausgeschriebenen Namens für eins, also aus Echad, wird die Zahl 13, 13 ist Ausdruck für die Einheit, sondern Jesus zum Beispiel ist auch der 13., der nach den 12 kommt. Die 12 hat mit der Zeit zu tun, die ja bei uns im Kreis läuft. Zum Beispiel die 12 Stunden des Tages, 12 Stunden der Nacht, und das 13. durchbricht diesen Kreislauf. Und es geht ja immer um das Durchbrechen eines Kreislaufs. Das ist ja auch das Opfer, was ja vom Wort her näher kommen bedeutet, Korban. Im Hebräischen das Wort bedeutet ja, ich kann nur näher kommen über dieses Tier. Und man möge das nicht im Außen machen, wird schon in der Überlieferung gesagt, bitte nicht außen ein Tier schlachten zu diesem Zweck. Das darf man nicht machen. Es geht hier um eine Mitteilung im Wesentlichen, in der Wirklichkeit des Wortes, in der inneren Wirklichkeit. Hier muss also der Kreislauf durchtrennt werden. Das bedeutet hier das Schlachten des Opfers. Dieser Kreislauf muss zum Erliegen kommen. Und so wird der Weg gegangen. So kommt man dann tatsächlich auch über diese Grenze. Wenn das 12. nur innerhalb sich selbst bleibt, also wieder von vorne anfängt, kann das 13. nicht erreicht werden. Wenn ich einen Kreis nehme und breche den auf, kann ich damit eine Spirale bilden. Dann habe ich schon den ersten Schritt getan. Und dann ist das 13. wie das erste, aber ein Niveau höher. Es geht einmal hoch. Man kann es auch in anderen Entsprechungen finden. Im Neuen Testament zum Beispiel, dass der 8. ist von den 7. Es ist auch der 8. Tag einer Woche, ist wieder das Gleiche. Wie der erste Tag der ersten Woche. Es ist nur auf einem anderen Niveau. Das Gleiche finden wir in der Musik mit der Oktave, die ja einfach nur der gleiche Ton ist, ein Niveau höher, eine Oktave höher. Was ist eine Oktave? Physikalisch die Verdopplung der Frequenz. Ja, das sind alles Ausgangspunkte noch zu ganz anderen Themen. Auch hier nochmal kurz in einem Satz, was ich vorhin schon gesagt habe, der Zöllner wird reich, weil seine Forderungen anerkannt sind. Ich akzeptiere das, dass es Grenzen gibt und sage, jawohl, hier ist die Grenze und irdisch ist das machbar und mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Und wenn wir mal in Biografien von Menschen schauen, die sehr viel bewirkt haben, so können wir feststellen, dass die immer sehr groß gedacht haben. Die haben sich nicht von den guten Ratschlägen ihrer Mitmenschen begrenzen lassen. Die haben gedacht, da muss mehr geben, es muss mehr da sein. Und
das möchte ich mir selbst sagen, möchte es uns allen sagen, einfach das Infragestellen ist schon der Ansatz dahin zu diesem Durchbruch. Mal etwas, wo man merkt, warum begrenze ich mich hier eigentlich? Könnte es nicht auch mehr sein? Ein Kind kann sich alles vorstellen. Ein kleines Kind kennt gar keine Zeit. Es stellt sich alles vor, die tollsten Fantasien. Nimmt ein kleines Stück Zettel und sagt, das ist ein großes Raumschiff. Der Erwachsene sagt, Mensch, das ist doch ein alberner Zettel. Was soll denn das? Nein, es ist viel mehr. Es ist alles viel mehr. Und das ist die große Aussage überhaupt der Bibel. Denk doch mal daran, dass du dich doch nur selbst begrenzt. Ja, worin besteht Gottes Reichtum? Epheser 2, Vers 4 hier unten. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit. Und die Barmherzigkeit ist doch gerade das, was wir nicht berechnen können. Das ist doch das Wunder, das kommt. Gnade, die uns zuteil wird, wo der Jurist sagt, du bist frei. Ja, warum? Ja, frag nicht, es ist so. Wie bei mir mit dem Zöllner zwischen Zürich und Konstanz genauso. Aber noch viel, viel mehr bei Gott. Schau nicht zurück und versuch irgendwelche Erklärungen zu finden. Ich lasse dich frei. Und das ist der Reichtum. Wenn uns dieser zuteil wird, dann wird er mehr, wenn wir ihn weiter teilen. Ein Mensch, der Barmherzigkeit erfahren hat, bei sich selbst, mit sich selbst erlebt hat, der Gnade erlebt, was überhaupt dieser Begriff Gnade auch bedeutet in der Bibel, ist, hat auch immer mit diesem Durchbruch zu tun. Der lässt auch andere frei. Ich enge andere nur ein. Ich reglementiere andere nur, wenn ich selbst reglementiert bin. Wenn ich selbst in so einem Zwangshäng bin, dann muss ich natürlich auch andere Maßregeln, völlig klar. Ich rede nicht von äußerlichen Regeln, wie sie in Kommunen und Städten sind. Wir brauchen im äußeren Leben natürlich unsere Regeln und Ordnungen, um miteinander klarzukommen. Und man überlege sich mal, wie ein Straßenverkehr mit Autos ohne Verkehrsregeln aussehen würde. Es wäre eine einzige Katastrophe. Ich hoffe, wir erkennen das für uns selbst, dass wir für unser Innenleben sagen, da lassen wir uns nicht begrenzen. Also das kann nicht sein, dass andere Menschen uns hier Grenzen setzen, dass ich mir selbst nicht Grenzen setze. Lassen wir es zu, dass wir an die Grenze gehen und auch dieses Prinzip des Zachäus hier an seine Grenzen kommt. Und wie das charakteristisch aussieht, werden wir in den nächsten Versen dann hoffentlich sehen. Ich würde hier an der Stelle jetzt mich erst einmal verabschieden, denn es steht die Reichenau-Tagung vor der Tür und vielleicht, und so Gott will, werde ich einige von denen hier zuschauen, wiedersehen oder überhaupt erst kennenlernen. Freut mich auch. Und bis dahin werde ich kein weiteres Video hier veröffentlichen. Aber danach mache ich gerne weiter. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute oder dir, was mir noch lieber ist. Bis bald mal. Auf Wiedersehen.